Nun aber beginnt, wo ist er? Genau, nun aber beginnt unsere Konferenz mit dem Vortrag unseres Kollegen Hermann Held, der Professor am Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit der Uni Hamburg ist und dort die Forschungsstelle für Nachhaltigkeit und Klimarisiken leitet. Von Hause aus Physiker befasst er sich insbesondere mit hochkomplexen Modellierungen des Klimawandels unter den Bedingungen heterogener, von allen Seiten kommenden Unsicherheiten, wobei er in seinen Modellbildungen Prognosen zur Entwicklung des Erdsystems mit wirtschafts- und gesellschaftswissenschaftlichen Annahmen verschränkt. Und diese Interdisziplinarität seiner Perspektiven hat bisher schon zu einigen hochinteressanten Gesprächen zwischen uns geführt. Hermann Held ist im Vorstand des Hamburger Klima-Exzellenz-Clusters Climate, Climatic Change and Society Clicks und er hat als ein Leitautor an IPCC-Berichten zur globalen Erwärmung mitgewirkt. Sein heutiger Vortrag steht unter dem Titel Möglichkeiten und Grenzen des grünen Kapitalismus im Schatten des Klimaproblems und wir freuen uns außerordentlich auf seine Ausführungen, auch deswegen, weil wir auf diese Art und Weise eine bestinformierte naturwissenschaftliche Grundlage auch für unsere weiteren Diskussionen heute erhalten. Vielen Dank nochmal, dass Sie gekommen sind und ich gebe Ihnen das Wort. Ja, lieber Herr Neckel, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen und auch Ihre freundliche Einführung. Als Physiker habe ich mich zunächst provoziert gefühlt durch das Beispiel mit Schrödingers Katze. Andererseits finde ich es sehr angemessen, denn Schrödingers Katze sollte etwas Fundamentales in der Quantenmechanik illustrieren und etwas Fundamentales werden wir ja auf dieser Konferenz auch besprechen, nämlich wie wir mit dem fundamentalen Nachhaltigkeitsproblem unserer Welt umgehen können, was mögliche Zukünfte in dieser Hinsicht sind, was Auswege sein können, was aussichtsreich sein kann und was nicht. Und insofern finde ich diese Metapher sehr angemessen. Schrödingers Katze hat es sich dann bis zum Schluss offen gehalten, in welchen Zustand sie gerät, wenn sie dann beobachtet wird. Ich denke, hier werden wir es etwas früher erfahren, etwas kontinuierlicher. Aber wir werden mit vielen, vielen Überraschungen zu rechnen haben. Ich werde in drei Schritten vorgehen, möchte zunächst mal das Klimaproblem in einer Weise diskutieren, dass es aus zwei Perspektiven innerhalb der Klimaökonomie angeschaut wird, die beide als einen Versuch gesehen werden können, grünen Kapitalismus den Boden zu bereiten. Und dann werde ich auf einige ökonomische Aspekte näher eingehen, um dann zu diskutieren, dass es dann vielleicht ein etwas subjektiver, noch nicht so gut durch Forschung unterstützter Teil, ob wir schon von einem Scheitern des grünen Kapitalismus sprechen sollten. Sie haben ja eindrucksvolle Hinweise gegeben, warum man das vielleicht tun könnte, oder ob es gewissermaßen noch eine offene Frage ist. Ich bemühe mich, die drei Rollen, die ich hier in gewisser Weise vertrete, auseinanderzuhalten jeweils. Zum einen würde ich auch Elemente aus dem jüngsten Weltklimaratsbericht vorstellen, einfach deswegen, weil dort die Belastbarkeit die höchste ist. Wenn man so etwas hat wie das Konstrukt des IPCC, sollte man es auch nutzen, weil einfach der größte Teil der Community dann dahinter steht bei den Destillaten, die wir vorstellen oder auch klar gemacht wird, wo Dissens besteht. Dann gibt es die Ebene der durch Veröffentlichung abgesicherten Erkenntnis und dann eben die Expertenmeinung, die quasi ein Vorgriff darauf ist, dass vielleicht eines Tages ausreichend Forschungsergebnisse zur Verfügung stehen werden. Eine der Ikonen aus dem Bericht ist natürlich
die Mitteilung, wie die Emissionen sich verhalten haben in der Vergangenheit. Man hat hier sämtliche Treibhausgasemissionen in eine Metrik bewegen können, sodass sie quasi durch CO2-Äquivalente dargestellt werden und sehen in erster Linie einen weitergehenden Anstieg seit 1990. Der IPCC hat viel in Rekonstruktionen der Vergangenheit investiert, um sich dann eben auch über mögliche Zukünfte zu äußern. Zu denen komme ich dann gleich. Und wir sehen eben diesen Anstieg, der scheinbar ungebremst trotz allen Klimatalks sich vollzieht. Wenn Sie jedoch Ihre Aufmerksamkeit auf die Abbildung links unten richten, da sehen Sie, dass die Treibhausgasemissionen immerhin in ihrer zweiten Ableitung, würde man mathematisch sagen, einen Vorzeichenwechsel vollzogen haben. Wir sind von einem Bereich des exponentiellen Wachstums, sozusagen des zügellosen Wachstums, angekoppelt an das Wirtschaftswachstum, in einen Bereich des sich Abflachens geraten. Ich persönlich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es sich hier um eine Signatur des teilweisen Umstiegs auf Klimaschutztechnologien handelt. Das wäre aber näher auszuleuchten. Der IPCC hat dann ausgeleuchtet, welche möglichen Zukünfte es in Bezug auf die globale Mitteltemperatur gibt. Warum interessiert man sich dies als Nebenbemerkung überhaupt für die globale Mitteltemperatur? Es ist eine hochabstrakte Größe, die wir selber hier nicht spüren, doch wir spüren ihre Auswirkungen. Die globale Mitteltemperatur korreliert in ausgezeichneter Weise mit den regionalen Klimaten, zum Teil auf sehr, sehr unterschiedliche Weise. Aber sie ist informativ analog dazu, wie Ihre eigene Körpertemperatur dazu informativ ist, wie es um Ihren Gesundheitszustand bestellt ist in mancherlei Hinsicht. Und in dem Moment, wo man eben in kritische Bereiche gerät, wird sich der Arzt dafür interessieren. Mein ehemaliger Direktor Schellenhuber hat darauf hingewiesen, dass diese Temperaturspanne zufällig exakt die gleiche ist wie beim Menschen, die hier relevant ist, zwischen 0 und 5 Grad. Das ist eine Analogie, über die man vielleicht länger nachdenken sollte. Der Farbcode wird innerhalb der IPCC-Folien durchgehalten. Blau entspricht einer Zukunft, die mit 1,5 Grad Erwärmung kompatibel ist. Die Erwärmung bezieht sich immer auf den vorindustriellen Zustand und ein ungebremstes Wachstum der globalen Mitteltemperatur, eben angetrieben durch die CO2-Emissionen, die Sie rechts in der verkleinerten Abbildung erkennen können, mit demselben Farbcode, wäre eben eine Zukunft, die dann mehr oder weniger ungebremst, auch noch superlinear, das heißt sich weiter beschleunigend, ansteigend in die Richtung 5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zielen würde. Warum interessiert man sich überhaupt dafür? Ich versuche jetzt ein wenig eine Rekonstruktion der Diskussion seit den 90er Jahren, um damit auch über das Klimaproblem hinauszuweisen, auf das grundsätzliche Nachhaltigkeitsproblem. Wie würde man denn künftig weiteren Krisen vorbeugen, über das Klimaproblem hinausgehen? Was kann man aus der Vergangenheit zur Bewältigung des Klimaproblems lernen? Und seit den 90er Jahren gibt es innerhalb der Klimaökonomie zwei Denkschulen. Die erste ist die am besten verankerte, axiomatisch exzellent abgesichert seit den 40er Jahren, die letztlich auch den rationalen Akteur begründet hat. Kosten-Nutzen-Überlegungen stehen im Vordergrund, alles wird bepreist. Die Vorteile von Klimaschutz und auch die Aufwendungen, die Sie dann treiben müssen zunächst, um in den Genuss von Klimaschutz zu gelangen. Es wird alles miteinander verrechnet und Sie suchen nach dem Optimum. Wenn wir nichts machen, wird es uns sicherlich deutlich schlechter gehen, als wenn wir etwas täten. Wenn wir sofort die Emissionen herunterfahren, erleben wir den Kollaps der Weltwirtschaft. Das wird uns auch nicht helfen. Und irgendwo dazwischen suchen die Ökonomen nach dem Optimum, versuchen entsprechende Empfehlungen abzugeben. Die Denkschule der Vorsorgeüberlegung geht völlig anders vor. Sie gesteht zu, dass die Erwärmung, die wir vor uns haben, uns in Bereiche führen wird, die wir überhaupt nicht bepreisen können, weil wir zum Teil nicht vorhersagen können, was uns erwartet auf der Impact-Seite. Nicht so sehr auf der Temperaturseite, die hat man sehr gut im Griff inzwischen, aber was es dann bedeutet, eine solch hohe Temperatur zu haben. Und dieser Mangel an Daten, dieser Mangel an Wissen führt dann eben dazu, dass man genauso etwas nicht
austesten möchte. Da kommt sozusagen eine bestimmte Variante des Vorsorgeprinzips zum Tragen. Und das Vorsorgeprinzip ist in der europäischen Gesetzgebung tief verankert, in vielen, vielen Bereichen, Medizin, Arbeitsschutz und so weiter. Und diese beiden Denkschulen haben natürlich ihre eigene Mathematik und führen, welche Überraschung, zu sehr unterschiedlichen Politikempfehlungen, zumindest in den ersten 30 Jahren der Diskussion. Innerhalb der letzten Jahre erleben wir eine Konvergenz. Wir konnten rekonstruieren, dass das sozusagen eine eigene Arbeit, dass das Vorsorgeprinzip auf eine jahrhundertelange Tradition sogar zurückgreifen kann, jetzt zunächst mal beschränkt auf die abendländische Kultur. Wir haben nur diese untersucht. Aber wir können wirklich sagen, dass es sozusagen ein Prinzip ist, was kulturell zumindest auf eine breite Basis verweisen kann. Was kommt heraus aus beiden Denkschulen? Schule Nummer 1 hat bis etwa 2015 typischerweise 3 bis 3,5 Grad Erwärmung als wohlfahrtsoptimal, nennt sich das in der Ökonomie, ist ein Zweig der Ökonomie, Wohlfahrtstheorie, empfiehlt eben, was für die Gesellschaft insgesamt am besten ist. Politikberatung lebt sehr stark von Ergebnissen der Wohlfahrtstheorie. Und das war das Ergebnis einer solchen Empfehlung und für diesen Modellansatz der Kosten-Nutzen-Analyse, wo erstmalig klimawissenschaftliche Dynamik und Ökonomie verschränkt wurde, hat Bill Nordhaus den Nobelpreis 2018 bekommen. Für die Zunft der Klimaökonomen war es eine großartige Anerkennung. Gleichzeitig wurde eine Warnung mit abgegeben, dass sich dieser Nobelpreis nicht so sehr auf das numerische Ergebnis bezieht. Es mag ein Zufall gewesen sein, genau am Tag der Verkündigung dieses Nobelpreises ist der 1,5-Grad-Bericht des IPCC herausgegeben worden, in dem abzulesen war, welch dramatische Nachteile eine zusätzliche Erwärmung von 1,5 auf 2 Grad bereits bringen würde. Und da kann man sehen, wie diese beiden Denkschulen quasi parallel in Silos nebeneinander hergearbeitet haben. Und Bill Nordhaus war Präsidentenberater in den USA über lange Zeit. Man kann zynisch sagen, es wurde einfach sein Rat umgesetzt, wenn man sich die amerikanische Klimapolitik ansieht. Allerdings gab es nun einen Generationenwechsel innerhalb dieser Denkschule. Und siehe da, innerhalb weniger Jahre fällt plötzlich die Maximaltemperatur, die als wohlfahrtsoptimal empfohlen wird, auf 2 Grad. Sodass wir jetzt von einer Konvergenz dieser beiden Denkschulen sprechen können. Das bedeutet aber noch nicht, dass nun die erste Denkschule irgendwie einen Zustand der Belastbarkeit erreicht hat. Das ist purer Zufall, dass das jetzt herauskommt. Es kann morgen eine andere Veröffentlichung geben, die wieder 3 Grad empfiehlt oder plötzlich 1 Grad. Ich halte es nach wie vor für überfordert, weil einfach zu wenig Daten für die Impact-Seite vorliegen. Und die Vorsorgeüberlegungen sind eben in das Pariser Klimaabkommen eingeflossen. Das 2-Grad-Ziel ist das einzige, was dort wirklich gewissermaßen numerisch, juristisch belastbar drinsteht. 1,5 ist eher als Ambition ausgewiesen, aber 2 Grad ist etwas, was an dem man nicht mehr vorbeikommt. Und insofern würde man sagen, das müsste vielleicht sozialwissenschaftlich rekonstruiert werden, ohne dieses Vorsorgeprinzip, wenn wir uns alleine auf Denkschule Nummer 1 verlassen hätten, wären wir nochmal 25 Jahre verzögert in der Klimapolitik. Und das gilt es im Hinterkopf zu behalten, wenn es vielleicht darum geht, wie eine Zukunft, die Nachhaltigkeit und einen gewissen wirtschaftlichen Wohlstand kombinieren möchte, denn gestaltet werden soll, nach welchen Kriterien dort Entscheidungen gefällt werden. Ich würde auf keinen Fall bei Systemen, wo man große Teile nicht versteht wissenschaftlich, wo eine tiefe Unsicherheit herrscht, und das in diesem Sinne bezeichne ich dann das Klimaproblem auch als etwas mit heterogener Unsicherheit behaftet. Die Klimafolgenseite ist nur sehr, sehr partiell verstanden ökonomisch, zum Teil auch naturwissenschaftlich nach wie vor. Und das führt eben dann in die Irre, wenn man darauf dann die Kosten-Nutzen-Analyse anwendet. Das heißt, am Beispiel des Klimaproblems kann man sehen, wie man es nicht macht, dass man alles mit einer Kosten-Nutzen-Analyse durchforstet. Diese ist aber dominant im angelsächsischen Raum zur politischen Beratung aus ökonomischen Kreisen heraus. Das ist eine dramatische Situation in dieser Hinsicht. Und ich kann nur hoffen,
dass sich sozusagen dieses Vorsorgeprinzip etwas mehr durchsetzt bei zumindest fundamentalen Variablen von natürlichen Systemen, um die es geht, eventuell auch sozialen Systemen. Das müsste man überlegen. Die zweite Denkschule, die sich jetzt im Pariser Abkommen durchgesetzt hat, das 2-Grad-Ziel wurde ja beschlossen, bevor es hier wissenschaftliche Neuerungen in Denkschule 1 gab. Denkschule 2 hat auch ein fundamentales Problem. Darüber wird von Vertretern des 2-Grad-Ziels nicht gesprochen. Seit 1974 durch die Arbeit von Blau wissen wir, dass wenn wir harte Umweltziele setzen und irgendwie Unsicherheit im System ist, das ist aber immer der Fall bei komplexen Systemen, das ist der Standardfall, dass es dann nicht möglich ist, über die Zeit konsistent zu planen. Und deswegen lehnen, das ist ein Zeitinkonsistenzproblem, was dort auftritt, sehr technisch, das werde ich jetzt nicht ausführen, deswegen lehnen studierte Ökonomen in der Regel Umweltziele ab auf der akademischen Ebene. Sie werden sozusagen in rein ökonomischen Konstrukten hier keinen Ansatz mit Umweltzielen finden. Es wird nur dann zur Kenntnis genommen, wenn es quasi politisch schon so ausgehärtet ist, dass man sagt, na gut, jetzt haben wir das Ziel, jetzt müssen wir irgendwie ökonomisch damit umgehen. Aber sie würden es nicht empfehlen von vornherein. Und wir konnten zeigen, dass es möglich ist, beide Denkschulen so zu kombinieren zu einer Hybridschule, sodass man die Vorteile beider Denkschulen erhalten kann. Es können sich vorstellen wie eine Altbausanierung. Das 2-Grad-Ziel ist ein Altbau. Die Grundsteinlegung war in den 70er Jahren durch Bilnauthaus selbst. Paradoxerweise ist dann selber davon abgerückt und ist dann zum Erfolg geführt worden durch Schellenhuber politisch. Und dieser Altbau, den gibt es nun seit den 90er Jahren, im Sinne der Regulierung ist es ein Altbau, aber die axiomatische Basis war noch nicht gelegt. Man hatte dieses Unbehagen innerhalb des Fachs Ökonomie durch die Arbeit von Blau, dass man das eigentlich gar nicht machen darf, weil man im Grunde eine schlecht gestellte Aufgabenstellung vor sich hat. Und wir füttern sozusagen etwas Beton unter das Fundament dieses Altbaus. Und das ist möglich, das konnten wir zeigen. Und wir konnten die Ergebnisse des IPCC-Berichts in dem Sinne sozusagen nochmal retroaktiv aushärten in den Bereichen, wo wenig Climate Engineering also negative Emissionen insbesondere in den Szenarien eingesetzt werden. Ansonsten ist es noch nicht ganz klar, ob man da etwas korrigieren muss. Das ist noch jetzt Gegenstand aktueller Forschung. Wenn wir jetzt entlang nochmal der ersten Denkschule diskutieren wollen, was wissen wir denn schon? Ist ja nicht so, dass wir nichts wissen würden, dass wir rein auf das Vorsorgeprinzip angewiesen wären. Es ist eine der aus meiner Sicht wichtigsten Abbildungen, die Normalisierung der Extreme unter Klimawandel, kann man das nennen. Wenn Sie auf die zweite Hälfte alleine fokussieren, der Naturzustand wäre bei Once gegeben. Man würde bei einem sogenannten 50-jährigen Ereignis im Mittel dieses Ereignis alle 50 Jahre erleben. Das macht es zu einem Extremereignis. Und dann sehen Sie, wie graduell die Wahrscheinlichkeit ansteigt, ein solches ehemaliges 50-jähriges Ereignis dann eben jetzt immer häufiger zu sehen. Und bei 4 Grad ist es das neue Normal. Was früher nur alle 50 Jahre auftritt, wird bei 4 Grad sozusagen im Mittel jedes Jahr auftreten. Und die Extremereignisse sind dann das, was unsere Lebensqualität dramatisch beeinflusst. Über das rein Ökonomische hinaus. Man könnte volkswirtschaftlich zynisch argumentieren, Extremereignisse sind bei übersättigten Volkswirtschaften wie der unsrigen kein Problem, weil gewissermaßen natürlich die Opfer Schäden erleiden, werden aber irgendwie versicherungstechnisch kompensiert und die Gesamtwirtschaft erhält wieder neue Aufträge, das Handwerk gewinnt, sodass sozusagen im Mittel gar nicht so viel zu sehen ist an volkswirtschaftlichem Schaden. Das ist die Eigenlogik des Bruttosozialprodukts, aber das Leid, was entsteht, ist natürlich in dieser Rechnung nicht eingepreist zunächst. Da müsste auch mehr darüber erhoben werden, was das tatsächlich für die Lebensqualität dann bedeutet. Meeresspiegelanstieg gerade in dieser Stadt, ein anderes Thema, warum man sich für Klimawandel interessiert. Sie sehen, wieder mit demselben Farbcode von 1,5 Grad Erwärmung bis 5 Grad Erwärmung aufgelistet, ein Anstieg um bis zu einen Meter im Verlauf dieses Jahrhunderts. Das dürfte für Hamburg kein großes Problem sein. Wenn man dann noch etwas weiter in die Zukunft schaut, kann man sich die Frage stellen, interessiert uns die Zukunft bis 2300? Dann kann es aber sein,
dass wir überall bis zu 7 Meter reden, je nachdem, wie hoch unser Ambitionsniveau ist. Und es gibt sozusagen eine Suite an Effekten bei der Eismodellierung, der Landeismodellierung, die man bisher noch nicht ganz im Griff hat, die dazu führen kann, dass es bis zu 15 Meter Meeresspiegelanstieg werden. Und das ist dann schon eine Dimension, die dramatisch unsere Küstenlandschaft weltweit verändern wird. Sie wissen vielleicht besser als ich, was das sozial dann bedeutet angesichts der Großstädte in Küstennähe. Und die Frage ist eben in dieser Eismodellierung, wie weit dieser Schatten, dieser 15 Meter schon in unsere Jahrzehnte hineinragt. Da hat man sich immer wieder nach oben korrigieren müssen in den letzten Jahren. Wenn wir jetzt auf Denkschule 2 schwenken, wie ist das 2-Grad-Ziel zustande gekommen? Wir haben es rekonstruiert, es gibt viele Mythen darum herum. Was der harte Kern ist, ist relativ banal. Man hat in den 90er Jahren, als Angela Merkel die Frage stellte, ja, was heißt denn jetzt gefährliche Konzentration von Treibhausgasen infolge von Rio 92, hat sozusagen die Klimawissenschaft vorgeschlagen, man soll sich mit der globalen Mitteltemperatur beschäftigen, gerade weil sie ein guter Prädiktor für das ist, was in den Regionen passiert, was uns politisch angeht. Und hat dann die Frage gestellt, was haben wir überlebt als Menschheit? Das sind in etwa 1,5 Grad gewesen, dann hat man etwas optimistisch nach oben aufgerundet auf 2 Grad, damit man eine glatte Zahl bekommt, die politisch gut handhabbar ist. Jetzt ist man wieder zurück auf 1,5, ironischerweise. Aber das ist sozusagen der Bereich, wo man es schon mal als Spezies geschafft hat. Wenn wir jetzt es ungezügelt anwachsen lassen würden, die globale Mitteltemperatur, würden wir in einen Bereich kommen, den man als Heißzeit bezeichnen könnte, als Spiegelbild dessen, was wir als Eiszeit kennen, vor den letzten 10.000 Jahren, wo Hamburg unter einem Eispanzer bedeckt war, wo wir wirklich eine radikal andere Situation haben. Und diese Radikalität können wir dann wahrscheinlich auch erwarten, wenn wir quasi diesen Pfeil, den blauen Pfeil nach oben klappen, ungezügelte Erwärmung. Also insofern gibt es ein positives Argument, ja, haben wir überlebt, unter 2 Grad zu bleiben, und ein negatives, wir kommen in einen Bereich, der sozusagen nicht mehr handhabbar sein könnte, den wir auch seit 2 Millionen Jahren nicht erlebt haben, Faktor 10 mehr als wir oder 20, als wir selber existieren. Das ist dann schon unklar, ob wir das handhaben können. Es ist also sozusagen wirklich eine Umsetzung des Vorsorgeprinzips. Es ist eine etwas grünere Version des Kapitalismus, wenn wir quasi Kapitalismus beibehalten, aber 2 Grad einhalten würden. Und sie ist deutlich grüner, wie wir gesehen haben, als dieser Kosten-Nutzen-Ansatz in der Regel, jedenfalls in diesem Fall. Und es ist eben kein scharfer Übergang in der Natur. Das ist zum Teil etwas unglücklich kommuniziert worden in der Vergangenheit. Das bedeutet, auf der einen Seite, es ist nicht ganz so dramatisch, wenn wir etwas überschießen. Das nimmt etwas vielleicht politischen Druck aus dem System. Auf der anderen Seite, wenn wir wissen, wir würden es nicht ganz schaffen, würden wir dann nicht nachlassen, sondern jedes Zehntelgrad zählt in diesem Sinne, dass man so nah wie möglich dran bleibt. Insofern ist es hochwichtig zu verstehen, dass es kein scharfer Grenzwert in der Natur ist, kein Phasenübergang, keine Bifurkation. Eine völlige Analogie zur Geschwindigkeitsbeschränkung im Straßenverkehr. Bei 101 werden Sie auch nicht zwingend einen Unfall erleiden, aber es steigt dann sozusagen das Risiko, dass was Schwerwiegendes passiert, wenn Sie sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Das war sozusagen der erste Teil, die Grundlage des 2-Grad-Ziels. 2-Grad-Ziel als eine Ausprägung des Versuchs von grünem Kapitalismus. Alles läuft so weiter, aber man hält sozusagen diese entscheidende Grenze ein. Was bedeutet das jetzt? Ich muss leider auf den vorletzten IPCC-Bericht zurückgreifen, weil die ökonomische Seite des jetzigen Berichts etwas, ich sag mal, zurückgenommen ist zugunsten anderer Themen. Ist nicht ganz so kondensiert worden wie im vergangenen Bericht, deswegen bringe ich zum Teil auch den vorletzten. Und Sie sehen hier die dramatischen Umschiftungen in den Investitionen, die erforderlich wären unter 2 Grad. In den nächsten 30 Jahren raus aus der Extraktion fossiler, das hatten Sie im Grunde ausgeführt, rein in die Effizienzsteigerung, das ist die Klimaschutztechnologie, als frühestes kommen muss, hier sind alle Rechnungen sich einig seit 10, 20 Jahren und alle anderen Klimaschutztechnologien dann auch mitgenommen, auf die ich gleich noch eingehe.
Was wäre denn dann die volkswirtschaftliche Konsequenz dessen, wenn wir ein 2-Grad-Ziel einhalten würden, wenn man ein globales Wirtschaftswachstum von ca. 2% pro Jahr annimmt? Das ist so Common Sense bei Ökonomen, in einer Fantasiewelt, wo uns die Natur nicht grundsätzlich beschränken wird. Das ist sozusagen die Fantasiewelt, gegen die Klimaschutz ständig anargumentieren muss zum Teil. 2% pro Jahr, so sind die Modelle im Grunde dann kalibriert. Das hat man als Rahmen, als Bezugspunkt, und dann, wenn 2 Grad implementiert werden, würde diese Wachstumsrate von 2% um 0,06 Prozentpunkte abgesenkt. Das ist eine sehr kleine Zahl, klein gegenüber 2%, auch klein gegenüber der Unsicherheit dieser Wachstumsrate, wo ein Phänomen wie Donald Trump eben auch mit eingepreist ist, wenn Sie so wollen. Also es ist fast etwas, was man wie eine Versicherungsgebühr aus der Portokasse zahlen kann als Volkswirtschaft, um sich gegen unberechenbare Klimaschäden rückzuversichern. Das umgerechnet auf den Konsumverlust können Sie ganz grob als Verlust in Nettoeinkommen deuten. Würde es 1% bedeuten, das ist eine Zahl, die seit 20 Jahren bekannt ist, in akademischen Kreisen, aber relativ wenig in der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit hat ja auch den Eindruck, dass die Energiewende viel teurer ist. Und diese Zahl kann auch viel höher werden, wenn man die Energiewende nicht so ökonomisch günstig managt. Also das kann beliebig teuer werden dadurch. Aber das Potenzial wäre, die Kosten so niedrig zu bekommen, wenn sich alle beteiligen würden, weltweit, und wir sinnvoll investieren würden in Klimaschutztechnologien. Das heißt also, es ist wäre eigentlich etwas, was Ökonomen auch selbst als gering einstufen. Und dann muss man sozusagen diese beiden Denkschulen nicht mehr beide überzeugen. Ökonomen sagen, naja, wir hätten vielleicht eher 3 Grad gewollt, jedenfalls die Ökonomen bis 2015. Aber von mir aus können wir das machen. Es wird die Wirtschaft nicht groß belasten. Und umgekehrt haben wir nicht die Natur eingepreist auf eine windige Weise. Das würde Klimaschützerinnen und Klimaschützer beruhigen. Die Technologien, die dahinter liegen, also es wird weiter Energie verbraucht. Faktor 2 bis 5 wird sich der Energiebedarf erhöhen in diesem Jahrhundert. Das ist so die Kollektion der Technologien, und die bekannten beiden stehen oben. Allerdings gewinnt auch die Verpressung von CO2 im geologischen Untergrund immer größere Bedeutung in den Szenarien, die die Kosten minimieren möchten, und auch etwas die Kernenergie. Und jetzt können Sie die Frage stellen, aus Nachhaltigkeitssicht, brauchen wir diese Technologien wirklich? Da ist die Antwort auch klar, die Kernenergie brauchen wir nicht, die Zusatzkosten würden lediglich um 10% steigen. Bei CCS sieht es anders aus, da verdoppeln bis verdreifachen sich die Kosten. Und CCS hat noch den weiteren Vorteil, dass wenn wir jetzt weiter warten mit einer stringenten Klimapolitik, dass wir dann die Option immer noch haben, in der Zukunft CO2 zu entnehmen aus der Atmosphäre und in den Untergrund zu pressen. Das ist technisch möglich, sodass wir praktisch fast unausweichlich von CCS als Klimaschutztechnologie im Portfolio ausgehen müssen, wenn wir tatsächlich über 2 Grad weiter reden wollen. Warum ist nun Klimaschutz so schwierig? Wir haben schon einige Zahlen gehört. Nochmal die Lücke dessen, was kostenoptimal, kostengünstig wäre, jetzt zu tun, und dessen, was wirklich passiert gerade. Sie können sich vorstellen, je länger wir warten, umso teurer wird es. Einfach weil Einheiten gebaut werden, die dem Klimaschutz zuwiderlaufen und dann frühzeitig stillgelegt werden müssen, wie Kohlekraftwerke. Das ist ökonomischer Wahnsinn. Und es würde dann tatsächlich so laufen, dass das 2-Grad-Ziel nach und nach aufgelöst wird. Das ist eher zu erwarten. Die Skalierungsfaktoren in den momentanen Investitionen, die fließen müssten, liegen zwischen 2 und 28, aufgesplittet nach Ländergruppen und nach Sektoren. Insgesamt steht Europa ziemlich gut da, was dieses Ranking angeht. Einige Regionen fehlten Faktor 30 fast in dem, was dort geschehen müsste. Es ist ja nicht gesagt, dass diese Ländergruppen das selbst bezahlen müssen. Die Gerechtigkeitsfrage ist damit nicht angesprochen. Es ist nur die Frage, wo wird zu wenig investiert on the ground, dort, wo die Menschen leben und verbrauchen. Und das sind Zahlen, die wir bisher nicht hatten in den Berichten. Der Bericht ist mutiger geworden, nach Ländergruppen aufzusplitten, wer hier was tut. Die Vermeidungslücke bewegt sich hier zwischen dem orangen Keil und den blauen, bläulichen. Die bläulichen geben die Emissions,
Kurven an, die sich materialisieren lassen müssten, wenn wir 1,5 bis 2 Grad Erwärmung einhalten wollten. Und der orange Bereich ist der, der sich im Moment abzeichnet durch die gemachten Versprechungen, beziehungsweise das, was bereits implementiert ist. Also man kann grob sagen, wir sind nicht mehr auf den oberen grauen Bereich festgelegt. Wir haben etwa die Hälfte dessen geschafft an Emissionsminderung, was wir müssten. Insofern können Sie sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Da finde ich dann zum Teil auch die Diskussion etwas undifferenziert. Wir haben ja einen Expertenrat für Klimafragen, kurz die nationale Perspektive, der jedes Jahr kommentiert, was unsere eigene Regierung national denn erreicht hat. Ich bin sehr stolz, dass meine erste Doktorandin dort die stellvertretende Vorsitzende ist inzwischen und sich in der Pressekonferenz auch entsprechend geäußert hat. Und ist in der Tat eine Lücke auch auf der nationalen Ebene zu sehen, aber sie wird geringer, aber es fehlt eben einiges. Das ist die Abbildung, die bereits von Herrn Neckel erwähnt wurde. Was dürfen wir denn insgesamt noch emittieren? Die Naturwissenschaft hat nochmal bestätigt, dass sie sich einen Kuchen an Emissionen vorstellen dürfen, das nennt man Emissionsbudget. So einfach ist in seinem Verhalten das Klimasystem. Eigenartigerweise, das ist selbst ein Forschungsgegenstand, warum man all diese Diskussionen über Szenarien eine einzige Zahl über Kohlenstoff zusammenfassen kann. Einer Temperaturzahl entspricht eine Kohlenstoffzahl, die Sie noch emittieren dürfen, über die Zeit aufsummiert in die Zukunft über alle Ländergruppen. Und es ist dann in der Tat so, dass Sie beim 1,5-Grad-Ziel noch so viel emittieren dürfen, wie in den letzten 10 Jahren emittiert wurde. Sie sehen hier auch an den Jahresscheiben, dass es sozusagen in immer kürzerer Zeit eine ähnliche Menge emittiert wurde. Und beim 2-Grad-Ziel haben wir noch einen Faktor 2 bis 3 mehr Luft. Wir haben im Klima-Exzellenz-Cluster bei den sogenannten Hamburg Climate Futures Outlook als internes Integrationselement erfunden. Und er versucht etwas, was in der Szenarienlandschaft fast nicht für möglich gehalten wurde bisher, dass man so quasi aus dem Weltall auf das System schaut und sich anschaut, was passiert eigentlich. Keine Wenn-Dann-Aussagen rein mehr liefert, sondern auch in absoluter Form versucht einfach zu prognostizieren, wie sich das ganze System, Natur, Mensch, Wechselwirkungsdynamiken eingeschlossen entwickeln wird. Und da sieht es nach dem letzten Bericht eben in der Tat nicht sehr gut aus. Für das 1,5-Grad-Ziel ist es nicht plausibel. Plausibel ist eine weiche Form von wahrscheinlich, damit sozusagen auch Sozialwissenschaften sich dort wiederfinden können, wo viele Konzepte anders funktionieren. Und bei 2 Grad müssen eben dramatische Aufwendungen noch getätigt werden. Deutet das nun auf ein Scheitern des grünen Kapitalismus hin? Ich mute Ihnen jetzt eine persönliche Hypothesenliste zu. Ich werde hier auch keine Literatur, die dahinter liegt, angeben. Es ist einfach eine persönliche Liste dessen, warum ich glaube, dass Klimaschutz so schwierig ist. Das kommt eher aus der Lösungsperspektive, nicht aus der Weltallperspektive, sondern eher, wenn man das Problem lösen will, was müsste man für Blockaden lösen? Und hinter all diesen Punkten stehen eigene Forschungscommunities. Das sind etwa 10 Punkte jetzt, ich werde nur 3 rausgreifen. Sie können ja die Folien später dann noch ventilieren, mir gerne Fragen stellen. Die Ökonomen kennen das Trittbrettfahrerproblem. Wir alle profitieren vom Klimaschutz eines jeden Landes. Insofern, wenn jemand nicht mitmacht, hat dieses Land einfach Vorteile. Man spart die Klimaschutzkosten und gleichzeitig genießt man die Vorteile aller der Bemühungen der anderen, wie ohne Fahrkarte U-Bahn zu fahren, ist es so ein bisschen dasselbe. Für all diese Probleme, die ich aufliste, auf 2 Tabellen, gibt es Instrumente, Politikinstrumente, mit denen man sie im Prinzip auflösen kann. Und die banale ökonomische Sicht meiner auf die Dinge ist, dass wenn gewissermaßen die Menschheit hinter dem Klimaziel steht, im Prinzip, und es aber irgendwie nicht funktioniert, dann ist es ein Koordinationsproblem. Und dann muss es irgendwie möglich sein, durch Selbstorganisation diese Barriere aufzuheben. Es wird immer Verlierer von Klimaschutz geben. Es kann natürlich eine Machtgefälle so sein, dass es ein Lock-in ist, dass man da nicht rauskommt. Das ist aber ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Also es gibt für all diese Punkte Lösungsmöglichkeiten. Ursula von der Leyen hat im letzten
Sommer, nicht in diesem Sommer, im letzten Sommer, eben gerade dieses Trittbrettfahrerproblem angesprochen und Grenzzölle als Option vorgeschlagen. Das kennen die Ökonomen seit Jahrzehnten. Es sind wenige Prozent, die man an Zoll erheben musste für schmutzig produzierte Produkte, um gewissermaßen sich gegen die externe Konkurrenz zu schützen. Und es gibt hier diese gesamte Liste, können wir gerne noch drüber sprechen, ich muss zum Ende kommen. Was folgt jetzt aus der Vermeidungslücke? Jetzt komme ich noch zum, in gewisser Weise nochmal neu zum Thema der Vorlesung. Es ist nicht zulässig aus meiner Sicht, aus dem bisherigen Nicht-Erfüllen der Klimaziele, sind ja auch halb erfüllt wahrscheinlich schon, aber es wird sehr schwierig werden mit dem 2-Grad-Ziel, 1,5 halte ich für unrealistisch, jetzt zu sagen, es ist gescheitert bereits. Denn wir haben das Wissen über diese circa zehn Mechanismen und man kann anfangen, sie schrittweise aufzulösen und dann hätte man einen systemischen Übergang. Es ist sozusagen mit einer starken Nichtlinearität im System zu rechnen, sobald die Weltgemeinschaft sich ernsthaft mit diesen Mechanismen auseinandersetzen würde. Insofern halte ich den grünen Kapitalismus am Klimaproblem für nicht gescheitert. Ich halte es wirklich für machbar, 1% zur Seite zu legen. Das ist nicht die Welt. Das muss man schaffen können. Warum es jetzt für Bürger teurer wird, liegt daran, dass es sehr, sehr schlecht organisiert ist, sehr unfair organisiert zum Teil. Die Liste der Hemmnisse kann also kann bearbeitet werden, aber ich stelle mir eben vor, dass das Nachhaltigkeitsproblem an sich, also die Kollektion sämtlicher Probleme, in die wir hineinlaufen, auf diese Weise wahrscheinlich nicht gelöst werden kann. Also dieses ewige Nachreparieren wird sehr, sehr schwierig werden und wenn wir zum Beispiel alles auf Erneuerbare umgestellt hätten, was passiert denn dann mit der Energie? Wird überall noch mehr Sand abgebaggert, Strand abgebaggert und noch mehr anthropogene Chemikalien in die Umwelt entlassen? Das heißt, man muss einen viel systemischeren Ansatz auf die Wirtschaft legen und vielleicht muss man dann tatsächlich über Lebensstiländerung langfristig nachdenken. Meine Analogie wäre hier, dass man es sich vorstellt wie einen drohenden Blinddarmdurchbruch. Wenn Sie kurz davor stehen, brauchen Sie eine schulmedizinische Behandlung, sonst ist es vorbei. Das würde ich sagen, wir haben jetzt nur noch diese 10 Jahre und wenn wir negative Emissionen zulassen, haben wir vielleicht 30 Jahre, aber es ist sehr, sehr knapp. Wir können jetzt keinen Diskurs haben an diesem Punkt, ob wir denn jetzt über Lebensstiländerungen anfangen zu reden, ohne das andere zu machen. Wir sollten aber gleichzeitig über diese etwas ambitionierteren Dinge wie Nullwachstum und so weiter sprechen und darüber wirklich gute Forschung in der ökonomischen Zunft machen, damit wir dann langfristig das Nachhaltigkeitsproblem wirklich lösen. Jetzt brauchen wir eine kurzfristige Lösung und da halte ich einen technoökonomischen Ansatz, das mag Sie nicht befriedigen vielleicht, aber für den erfolgsversprechendsten tatsächlich. Also wenn es nur darum geht, im Maschinenraum das Energiesystem auszutauschen, sollte das eigentlich möglich sein. Aber es ist erstaunlich schwierig, wirklich. Aber umso schwieriger würde es, über Verzicht zu sprechen. Das ist jedenfalls meine subjektive Meinung. Das muss ich überspringen. Der IPCC fängt an, über nicht monetäre Dinge zu sprechen, Lebensqualität. Diese Abbildung zeigt einfach, dass man dieselbe Lebensqualität mit den halben Pro-Kopf-Emissionen haben kann. Wir liegen unter der Hälfte der USA als Europa. Das ist ein großer Erfolg. Diese Abbildung zeigt der Weltgemeinschaft, dass es möglich ist, tatsächlich eine Entkopplung durchzuführen von Lebensqualität und Emissionen. Zusammenfassend muss ich sagen, das 2-Grad-Ziel ist im Prinzip bezahlbar. Und wenn wir das Nachhaltigkeitsproblem wirklich lösen wollen in der Breite, brauchen wir viel fundamentalere Ansätze. Aber wir brauchen auf den verschiedenen Zeitskalen wirklich verschiedene Instrumente. Insofern ist es etwas, wo wir nicht sagen entweder oder, sondern wir brauchen alles eben auf den verschiedenen Zeitskalen. Herzlichen Dank.